Hallo und herzlich willkommen bei Felix will's wissen. Wer ist Felix? Das bin ich. Wir stehen hier vom neuen Rathaus in Hannover. Ich habe gehört, hier sind ziemlich viele Schüler. Was machen die hier? Das werde ich jetzt herausfinden. Wir gehen jetzt mal rein. Puh, ich bin zum Glück noch rechtzeitig im Rathaus angekommen. Nur der Bürgermeister fehlt bis jetzt noch. Aber da kommt er ja schon. Herzlich willkommen also an euch, an Sie alle. Und jetzt kann man sagen, es wird ernst. Da wir es ja schon etliche Male gemacht haben, weiß ich, dass junge Leute, das liegt in der Natur der Sache, ein bisschen kreativer sein können als Erwachsene. Sie haben andere Fragestellungen, sie haben für sich andere Schwerpunkte und ich erwarte mir, dass besonders in der Jugendpolitik, dass in der Schulpolitik, in der Sozialpolitik, vielleicht aber auch Impulse, was wir überhaupt auf Dinge, die wir nicht kommen, weil man eben schon ein bisschen älter ist, dass das von jungen Leuten hier in Antragsform gegossen wird. Wir stehen hier gerade vom Gouverneursaal und hier drin tagt der Ausschuss Jugend und Soziales. Jetzt will ich wissen, was da drin los ist. Wir gehen mal rein. Wenn man das schon lange plant. Frau Wagemann, es war ja gerade die Ausschusssitzung. Können Sie uns überhaupt sagen, was überhaupt ein Ausschuss ist und was darin passiert? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die Ausschüsse sind Gremien des Rates. Also in den Ausschüssen sitzen aus allen Fraktionen, die im Rat sind, die entsprechenden Fachpolitiker, immer in den Proportionen, wie es auch gewählt worden ist. Und die Ausschüsse beschäftigen sich mit entsprechenden Fachthemen. Hier war jetzt der Sozialausschuss, es gibt einen Jugendhilfeausschuss, einen Sportausschuss, Umweltausschuss und so weiter. Also zu den verschiedensten Fachthemen werden da die Anträge vorbereitet, zwischen den Fraktionen, die dann in der Ratssitzung abschließend behandelt werden. Also kurz zusammengefasst, treffen sich in der Ausschusssitzung Politiker aller Fraktionen. Jeder Ausschuss hat ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Jugend und Soziales. Die Politiker in diesen Ausschüssen kennen sich besonders gut mit dem jeweiligen Thema aus. Wir sind hier im Mosaiksaal, wo die Fraktionssitzung der Bismarckschule stattfindet. Die Protagonisten sind bis jetzt noch nicht eingetroffen und wir warten jetzt hier auf sie. In der Fraktionssitzung trifft sich die Fraktion und trägt die Ergebnisse aus den jeweiligen Ausschüssen zusammen und entscheidet, wie sich zu den einzelnen Anträgen im Rat positioniert. Bei Pimpiotown bildet jeweils eine Schule eine Fraktion. Gleich geht hier die Ratssitzung los. Noch die letzten Mitglieder fehlen und dann wird hier richtig diskutiert. Gleich geht's hier mit der Ratssitzung los. Bist du schon aufgeregt? Ja, ein bisschen. Okay. Glaubst du, dass alle deine Anträge bewilligt werden? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Weil, ja, viele sind ja... Die schließen sich ja meistens zusammen in der Klasse. Das ist ja so ein Gruppenzwang. Dann finden alle, es ist doof und dann will es keiner machen. Nun sind wir hier bei der Tribüne zum Ratssaal. Ich denke mal, hier oben wird man den besten Blick auf die Diskussion haben. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Wir senden hier gerade live aus dem Ratssaal, wo Bürgermeister Strauch hinter mir hier mit den Schülerinnen und Schülern die einzelnen Anträge bespricht. Im Rat treffen sich die Politiker der Fraktionen und diskutieren über die Anträge. Anschließend wird durch Abstimmungen entschieden, welche Anträge angenommen und welche abgelehnt werden. Alle angenommenen Anträge werden dem echten Rat der Stadt Hannover vorgelegt. Ob Anträge wie zum Beispiel bessere Beleuchtung auf Bolzplätzen dann in Zukunft tatsächlich umgesetzt werden, entscheiden nun die echten Ratspolitiker Hannovers. Ich sehe weiter keine Wortmeldungen mehr. Inzwischen ist die Diskussion voll im Gange. Die Leute streiten sich heftig und man sieht langsam auch, welche Klasse sich für welche Einträge einsetzt. In der Schule auch so vorkommen mag, dass es bei denen vielleicht gut klappt, aber also vielleicht klappt es auch wirklich bei denen gut. Ich weiß es ja nicht, ich gehe nicht auf die Bismarckschule. Aber es ist halt so, dass es auch an unserer Schule so ist, dass einige 50% denken, oh, es klappt ganz gut, und die anderen 50%, denen ist es egal, was damit ist. Da irgendwie anders sind. Gut, wir fragen jetzt ein paar Experten nach ihrer Meinung zu den einzelnen Themen, über die hier diskutiert wurde, und hören, was sie zu sagen haben. Also ich fand ein paar Ideen sehr gut. Zum einen fand ich das Problem mit iPad oder E-Reader in der Schule, also im Vergleich zu Schulbüchern, die dann sehr schwer sein können, im Ranzen oder im Rucksack. Das fand ich sehr interessant. Ich glaube, da könnten wir auch uns noch mal Gedanken machen, was wir da machen können. Ich fand einige Argumente der Schülerinnen und Schüler sehr gut und teilweise auch sehr im Detail, vor allen Dingen, als es vorhin im Ausschuss um die Frage von Fahrradverkehr, Radverkehr in Hannover ging.
Das ist doch schon sehr nah an der Realität. Je länger der Tag dauert, desto mehr habe ich das Gefühl, das ähnelt durchaus dem, was man auch in so einer Ratsversammlung oder in einer Ausschusssitzung erfahren kann. Viele spannende Anträge dabei und ich gehe davon aus, dass wir auch einiges dann jetzt auf Ratsebene dann diskutieren werden und auch umsetzen werden, weil gute Ideen mit dabei gewesen sind. Aber generell fand ich die Diskussion auch immer ganz interessant, auch mit den Schulsanierungen. Das scheint ja ein ziemliches Bedürfnis zu sein an vielen Schulen. Ich fand einige Sachen sehr, sehr witzig. Zum Beispiel sagte ein Schüler zu einem Antrag, da ging es, glaube ich, um die Schulsanierung vorhin, genau. Um die Schulsanierung, da sagte er, unsere Schule wurde auch saniert, kann ich nur empfehlen. Und ich finde es irre toll, wie die da alle sitzen und wirklich, der Ratsarbeit nachgehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon aus echten Ratsversammlungen was anderes erlebt. Also diese Disziplin, die da jetzt stattfindet. Zwar war eine ganz harmonische Sitzung. Jeder hat jedem ausreden lassen. Also mit viel Respekt ist das verbunden gewesen. Und es war eine tolle Arbeitsatmosphäre. So, jetzt frage ich ein paar Schüler nach ihrer Meinung und wie ihnen der Planspieltag so gefallen ist. Wie hat dir der Tag insgesamt gefallen? Ja, der Tag hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Ja, ich habe gelernt, wie es bei einer Abstimmung zugeht, wie man überlegen muss, auch strategisch ein bisschen überlegen muss, wie man seine eigenen Anträge durchkriegt. Das KWR und die Bismarckschule haben sich eben zusammengetan, damit wir all unsere Anträge durchbringen und das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe gelernt, wie man in der Politik abstimmt, wie man umgeht, wie man diskutiert und dass es zum Teil auch anstrengend ist. Unsere Anträge sind gut durchgekommen. Den größten Teil haben wir, glaube ich, wirklich durchgekriegt. Das war ein echt klasse Tag hier im Rathaus Hannover. Ich habe viel gelernt, vor allem über Kommunalpolitik. Und das Projekt Pimp Your Town ist wirklich klasse. So, wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Felix will's wissen. Politik zum Anfassen. Politik zum Anfassen. Ist da Politik? Und hier zum Anfassen. Politik zum Anfassen.